Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einem kleinen, kurzen, aber knackigen Infovideo. Und zwar gibt's was Neues. Wir haben jetzt aktuell zur Sari Serverreihe einen neuen Server dazugenommen und zwar vom Game Subsistence. Dieses Game ist in der Alpha, ist zwar schon eigentlich ewig alt, aber es ist in der Alpha und dieses Game ist geil. Es ist Survival Game, man muss farmen und so weiter und so fort. Aber es ist heftig, also es ist wirklich schwierig, bis man sich da mal zurechtfindet, also es ist nicht ohne. Jetzt schauen wir mal auf den Server. Wie kommt man auf den Server? Ganz einfach, man muss Mitspieler auf den Sari-Server sein, natürlich gehostet von meinem Partner Nitrado, die haben einfach die besten Server. Wenn ihr selber einen Server wollt, schaut unten in der Video-Info rein, da gibt es den Link, über mich kommt ihr auf Nitrado, die besten Server mit dem geilsten Support, Leute, da wird euch geholfen. Und jetzt schaut zu, ihr geht einfach ins Spiel, auf mehr Spieler, geht auf Server und gibt oben in der Suche ein Sari. So, da habt ihr einen Server und jetzt müsst ihr aber noch ein Passwort eingeben. Hier, und das bekommt ihr, wenn ihr Mitspieler seid. Wie ihr Mitspieler werdet, natürlich auch unten in der Video-Info. Ihr müsst eine Kleinigkeit, mindestens 1 Euro auf Nitrado spenden. Das Geld geht nicht zu mir, das Geld ist für die Server da. Und mindestens 1 Euro. Dann Discord, ihr werdet dazugenommen, Bibabo, also wird alles in dem Video erklärt, also sehen wir uns nach dem Passwort angeben. Und schwuppidiwupp sind wir schon auf dem Server und ihr seht, jo, Survival Game. Ich bin jetzt vorhin gerade gejoint, schauen ob beim Server alles passt, weil der Server ist taufrisch. Also heute Freitag wurde dieser Server erstellt, Freitag der 3.9. Der Server ist echt taufrisch. Er ist so eingestellt, aktuell leicht. Weil leicht ist schon schwer genug, die Räuber greifen euch nicht an, außer als Rache. Wenn ihr die angreift, greifen die euch an. Ihr könnt auch gegenseitig den Schädel einschlagen, sollte aber kein extremes PvP-Projekt werden, aktuell zumindest. Und ihr könnt aber keine Basen looten, sprich ihr könnt nicht zu einem Freund gehen und den die Base leer räumen. Habe ich aktuell deaktiviert, weil es einfach extrem schwer ist am Anfang an Material und so weiter zu kommen und das würde den Spielspaß doch etwas drosseln. Ihr seht hier, es geht bei diesem Game um Looten, es geht natürlich um Tiere, das sind überall Tiere, die sind ziemlich böse und es liegen überall Kisten. Wir gehen mal kurz darauf. Ihr findet die Grafik mega geil, also hier seht ihr auch eine Kiste, sehr geil. Ihr braucht immer Nägel und so Bibabo und so Gedöns, ihr könnt Tiere töten und alles mögliche Verbände machen, Achtung vor Vergiftungen, da braucht ihr Gegengift, alles so Zeugs und es ist einfach krass. Hier sind überall so Taschen und Kisten und so Gedöns, ne? Da könnt ihr das Zeug rausnehmen. Hier ein kleiner Tipp für die Leute, die das noch nie gespielt haben. So sehen Fasern aus. Diese sind die kleinen Büsche. Ihmchen hier. Das sind Fasern. Das braucht ihr für Seile und so weiter. Und von denen braucht ihr viel. Ihr braucht Holz und so weiter. Eine Axt und ein Knicklicht habt ihr standardmäßig. Wir haben Hunger. Ich sage ja, das Spiel ist extrem. Der Anfang ist richtig krass, bis man da mal eine Base hat und alles. Ihr werdet das ein oder andere Mal auch sterben, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil so ohne ist es nicht, und aber es macht Spaß, es ist geil und jo, und der Server steht jetzt für euch bereit, wenn ihr Lust habt, Leute, kurz nochmal gesagt, 60 Tage pro Jahr ist eingestellt, er ist auf leicht eingestellt, es ist PvP, aber ihr könnt nicht looten, Räuber sind auf freundlich und 10 Slots, das war's. Das war's, Leute. Wenn ihr Bock habt, natürlich, ihr wisst, wie ihr joinen könnt. Und somit war's das von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Es war mir eine Ehre. Habi dere. Ciao, ciao und macht's gut.